Hallo meine lieben Jungfrauen, herzlich willkommen zu eurer Legung für den Monat Mai. Meine lieben Jungfrauen, ihr könnt euch dieses Video anschauen, wenn ihr die Sonne oder den Mond, den Aszendenten oder die Venus im Zeichen Jungfrau stehen habt. Ansonsten könnt ihr euch auch gerne die anderen ergänzenden Zeichen dazu anschauen. Ich werde jetzt mal in die Karten schauen, welche Ereignisse diesen Monat so auf euch zukommen. Liebes Universum, für die Jungfrauen im Mai, was geschieht hier? Was geschieht hier für die Jungfrauen im Mai? Für die Jungfrauen im Mai. So, eine Karte ist rausgefallen, die lege ich jetzt mal hier zur Seite. Also das hier ist euer Hauptthema. Davon dürft ihr euch jetzt so langsam verabschieden. Das wird immer wichtiger. Das passiert Unerwartetes. Und dahin führen euch die Ereignisse in diesem Monat. Auf der Unterseite haben wir den Mond. Also es geht stark um eure Bedürfnisse. Das Zuhause, die Mutter, aber auch Unsicherheiten, Ängste, Dinge, die im Verborgenen liegen, die Intuition, das Feingefühl, all solche Themen werden eine Rolle spielen. So, welche Botschaft ist rausgefallen? Die Kraft, sehr schön. Also, ihr werdet auch Freude haben, ihr werdet Spaß haben, Lebensfreude. In diesem Monat wird es auch viel um Selbstbewusstsein gehen, Dinge kraftvoll anzugehen, beherzt anzugehen. Und eure Kraft, also dass ihr euch auch bei bester Gesundheit fühlt, dass ihr vor Kraft strotzt. Ja, also ihr könnt Bäume ausreißen. Das ist noch eine Zusatzbotschaft, die ich hier bekomme. Das Thema für euch diesen Monat. Ja, hier haben wir den Eremiten. Der Eremit sagt mir hier, dass es sehr stark um einen Reifeprozess gehen wird. Also dass ihr hier heranreift, dass ihr hier sehr stark in eure Mitte kommt, dass ihr diesen Monat einen extremen Reifeprozess durchmacht und vor allem geht es wieder um das Thema Authentizität, Selbstbewusstsein, ja, vor allem die beiden in der Kombination, Selbstsicherheit, solche Geschichten. Wenn es da bisher Probleme gab, und du da eher von abgeschnitten warst oder das für dich vielleicht nicht so stark gespürt hast, dann sieht es diesen Monat anders aus, beziehungsweise diesen Monat wird es stark darum gehen, dass du wieder in deine Mitte kommst, dass du selbstbewusster wirst und vor allem auch ehrlicher zu dir selbst, authentischer, dass du einfach du selbst bist. Wovon kannst du dich verabschieden? Von der Königin der Stäbe, das könnte eine Person sein, in deinem Umfeld, das könnte eine Freundin sein, eine Bekannte sein, eine Arbeitskollegin, was auch immer. Ich sehe eine weibliche Person. Feuerenergie könnte Löwe sein, Schütze, Widder, muss es aber nicht. Aber das könnte hier sehr gut sein, dass du dich von einer weiblichen Person in deinem Umfeld distanzierst, dass der Kontakt immer weniger wird mit dieser Person. Das kann sehr gut möglich sein. Ja, dass diese Person vielleicht hier in den Hintergrund rückt. Du wirst für dich spüren, wer das ist, falls die Zeichen nicht übereinstimmen. Ich sehe tatsächlich eine weibliche Person. Es könnte aber auch gut sein, dass es jemand ist, der vielleicht sehr selbstbewusst ist, sehr selbstsicher ist, weil das ist genau das. Ja, die Königin der Stäbe ist selbstbewusst, die ist selbstsicher, die weiß, was sie will. Also es könnte jemand sein, der sehr bestimmend vielleicht auch ist, eine gewisse Dominanz auch hat. Das könnte jemand in deinem Umfeld sein. Es kann aber auch eine Inspiration sein für dich. Vielleicht möchtest du mehr so sein wie diese Person, weil ich hier das Thema Selbstbewusstsein, Selbstsicherheit sehr stark sehe. Vielleicht triggert dich diese Person auch sehr stark, also dass du jemandem begegnest, wo du das Gefühl hast, wow, okay, so möchte ich auch gerne sein. Oder diese Eigenschaften, irgendwas regt dich vielleicht da drin auf,
aber in Wirklichkeit ist es etwas, was du selbst in dir hast oder was du selber gerne mehr annehmen möchtest oder integrieren möchtest. So habe ich das Gefühl, ja, dass es in so eine Richtung geht und du vielleicht immer mehr bei dir ankommst dadurch, dass du noch mehr über dich selbst lernst. Was wird denn hier immer stärker? Die drei der Kelche. Ja, hier ist auch sehr viel miteinander zu sehen. Das könnte übrigens, wie gesagt, auch eine Freundin sein, muss es aber nicht. Hier sehe ich tatsächlich das Thema Freundschaften, was auch immer stärker wird. Ich sehe, dass hier vielleicht irgendwelche Freunde stark in den Fokus rücken, eine Bekanntschaft stark in den Fokus rückt. Ein Miteinander, es könnte hier um ein Treffen gehen, um eine Party, eine Feier, eine Veranstaltung. Es gibt hier etwas zu feiern. Also vielleicht hast du hier mit einer Gruppe zu tun oder auch mit nur einer Person. Mindestens drei sehe ich, also das mit dir dann, also könnten noch zwei andere sein, könnten auch mehr sein, aber wie gesagt, es kann auch eben nur eine Person sein. Drei der Kelche hat nämlich so eine Energie von: Wir feiern das Leben gemeinsam. Was ich aber auch sehe, ist das Thema Dankbarkeit, also für etwas sehr dankbar zu sein. Ich glaube, du wirst in diesem Monat eine Erfahrung machen, wo du auch ein Stück weit mehr wieder zu dir selbst findest, wofür du sehr dankbar sein wirst. Vielleicht lehrt dich die Königin der Stäbe hier etwas über dich selbst. Du bist hier dankbar für eine Erfahrung, du bist zufrieden. Du wirst auch in diesem Monat mehr Raum haben, etwas zu feiern. Ja, also wirklich dankbar für etwas zu sein und gebührend auch dem Ganzen, Ehrerbietung nicht. Mir fällt das Wort nicht ein, aber du wirst es zu preisen wissen. Mir fällt jetzt kein anderes Wort ein. Also du wirst die Dankbarkeit ausdrücken, die du spürst, für eine bestimmte Situation, einen Zustand oder eine Person. Und du wirst das gebührend feiern und ausdrücken. Schauen wir mal, was hier Unerwartetes auf euch zukommt. Die Perspektive, das ist der Gehängte. Und da sehe ich, dass du wirklich einen Perspektivwechsel machen wirst. Also, dass du gar nicht damit rechnest, dass du auf einmal etwas ganz anders siehst als vorher. Du hast zum Beispiel eine ganz bestimmte Einstellung in Bezug auf etwas gehabt und dann machst du eine Erfahrung in diesem Monat und merkst, wow, okay, ich sehe das auf einmal ganz anders. 180 Grad Drehung. Es könnte sein, dass du auf einmal einen Menschen ganz anders siehst. Es könnte sein, dass du auf einmal eine Situation ganz anders siehst. Irgendetwas wirst du auf einmal ganz anders sehen und du hast das Gefühl, du bist einmal komplett umgedreht. Ja, die ganze Situation hat sich auf einmal komplett gewandelt. So, das ist das, was ich hier reinbekomme. 180 Grad Drehung, komplett. Ja, du siehst es auf einmal ganz, ganz anders. Du siehst es mit anderen Augen. Es könnte auch sein, dass in einer Situation unerwartet ein Stillstand einkehrt. Wenn das geschieht, vertraue darauf, es hat einen Sinn, warum es gerade nicht weiterläuft. Der Sinn, warum es gerade nicht weiterläuft, ist, dass du etwas mit anderen Augen sehen sollst. Das ist das, worum es beim Gehängten geht. Eine Situation kommt zum Stehen, du denkst, was soll das? Warum kann ich das? Ich verstehe das nicht. Warum ist das so oder sonst was? Ich verstehe die Situation nicht. Ja, 180 Grad Drehung soll hier stattfinden. Also du sollst etwas auf einmal komplett anders sehen. Ja. So, dann schauen wir doch mal, wohin führen dich die Ereignisse in diesem Monat. Die zwei der Kelche. Hier geht es um eine Verbindung mit jemandem. Also es könnte sehr gut sein, dass du hier in Verbindung trittst mit einer Person, dass du dich mit jemandem verbindest, dass du hier in Kontakt trittst mit jemandem, dass du eine Freundschaft aufbaust, dass du eine Beziehung aufbaust, dass du jemandem näher kommst. Also hier sehe ich tatsächlich emotionale Verbundenheit zu jemandem. Im beruflichen Kontext kann das hier eine berufliche Partnerschaft anzeigen, also dass du dich mit jemandem verbindest und dass ihr gemeinsam etwas startet.
Es kann sehr gut sein, dass, ja genau, also auf allen Ebenen, egal welche Ebene das jetzt ist, sehe ich ein Miteinander. Ob es jetzt eine Freundschaft ist, ob es eine Beziehung ist, hier bewegen sich zwei Menschen aufeinander zu. Ja, also hier findet eine Verbindung statt. Und jetzt wollen wir mal schauen, welche Göttin dich diesen Monat begleitet. Welche Göttin begleitet die Jungfrauen in diesem Monat Mai? Persephone, die Unerfahrenheit. Genau das ist das, was ich hier in der Perspektive sehe, in dem Gehängten. Diese 180-Grad-Drehung, wo du auf einmal etwas komplett anders siehst. Mit der Unerfahrenheit könnte es eben sein, dass du eine ganz neue Erfahrung machst, wo du sagst, so habe ich das vorher noch gar nicht gesehen. Das ist völlig neu für mich. Ja, das ist für mich Persephone. Das ist so auch Jungfrau-Energie übrigens, also wirklich auch im wörtlichen Sinne, dass man jungfräulich an eine Sache rangeht, weil man sich da vielleicht nicht so auskennt, weil das neu ist, weil man damit noch nicht zu tun hatte. Ja, weil es anders ist als gedacht. Man ist vielleicht ein bisschen unvorbereitet. Und das ist das, was ich hier sehe. So, schauen wir mal, welches Krafttier begleitet euch. So, hier haben wir den Strandläufer, sei verspielt. Ja, Verspieltheit, drei der Kelche. Also hier wird es auch genug Raum für Spaß geben, für Freude, ja. Auch hier die Kraft, ne? Also dass man hier wirklich Spaß und Freude hat an etwas, dass man verspielt ist, dass man das Leben genießt, dass man hier durch das Leben tanzt, dass man Freude hat, man ist dankbar. Irgendwas sieht hier auch sehr, sehr gut aus. Schauen wir mal, was das Frühlingsorakel sozusagen hat. Das Frühlingsorakel für die Jungfrauen im Mai. Was haben wir hier? Für die Jungfrauen im Mai. Dankeschön. Wir haben hier die Feen. Nicht alles ist, wie es scheint. Sei vorsichtig, Liebes, denn es gibt eine Geschichte hinter der Geschichte. Schaut mal da. Nicht alles ist, wie es scheint. Und das ist hier die Perspektive. Du siehst auf einmal etwas ganz anders. Du hast auf einmal das Gefühl, hä, das habe ich vorher so noch gar nicht gesehen. Und wirklich, ich glaube, ihr werdet etwas mit ganz, ganz anderen Augen sehen. Ob das jetzt positiv ist oder negativ, das lasse ich mal offen, weil die anderen Karten sehen recht positiv aus. Drei der Kelche, zwei der Kelche ist emotionales Zusammenkommen. Aber ihr werdet etwas ganz anders sehen als zuvor. So, Feen, Missverständnisse. Feen sind von Natur aus doppelzüngig und verspielt. Deshalb werden sie auch oft missverstanden. In ihren Augen leben sie einfach ihr Leben, wie es ihnen entspricht. Du hast Feen gezogen, weil ein Missverständnis aufgetaucht ist. Vielleicht hat sich in der Kommunikation ein Irrtum eingeschlichen oder jemand versteht deinen Standpunkt nicht. Jeder Mensch hat eine andere Vorgehensweise, aber anders bedeutet nicht immer falsch. Überlege, wie du mitfühlender gegenüber anderen sein kannst. Das könnte übrigens auch hier die Königin der Stäbe sein. Könnte sein, dass du diese Person auf einmal anders siehst. Du musst ihnen nicht zustimmen, doch ihnen die Chance zu geben, ihre Meinung kundzutun. Entschärft jede angespannte Situation. Du wirst überrascht sein, was du lernen kannst, wenn du besser zuhörst und wirst vielleicht sogar feststellen, dass alle Beteiligten die ganze Zeit über den gleichen Zielen hinterhergejagt sind, nur auf eine andere Weise. Schaut mal, also das ist hier der Gehängte, ne? Perspektivwechsel, man hört auf einmal zu, Persephone, die Unerfahrenheit, man hört zu und auf einmal sieht man etwas ganz anders als zuvor. Man kann noch was daraus lernen, man muss nicht unbedingt einer Meinung sein, aber das wird dir deinen Horizont auch erweitern. Das Gleiche gilt, wenn du einen inneren Kampf ausfechst. Gib allen Emotionen, die du fühlst, Zeit, sich auszudrücken. Ja, sieht mal da, meine Lieben, das ist das, worum es geht. Also Achtung, Missverständnisse könnten aufkommen diesen Monat. Kommunikationsschwierigkeiten oder was auch immer. Es geht darum, dass ihr zuhört. Ja? Empathie ist hier wichtig. So, dann schauen wir mal, was die Astrologiewürfel dazu sagen. Abschließend ein paar Informationen
zu den Situationen, zu den Ereignissen im Monat Mai für die Jungfrauen. Der Mond schon wieder, doppelte Bestätigung. Wir haben hier den Mond und hier den Mond. Wir haben den Skorpion und wir haben das 11. Haus. Also es geht ganz klar um Freundschaften. Es geht hier um Gleichgesinnte. Ich glaube wirklich, Freundschaften werden eine große Rolle spielen. Vielleicht eine Freundin, ein Freund in deinem Umfeld, Gleichgesinnte, Teams, Kollegen, Arbeitskollegen, Gruppen, Vereine, Netzwerke, wo man sich verbindet mit anderen. Also du trittst auch hier in Kontakt mit anderen Menschen. Ich sehe, das wird ein geselliger Monat, aber du bleibst trotzdem authentisch und bei dir. Du verstellst dich nicht. Mond könnte hier um deine Intuition gehen, also dass du in dich reinspürst und mal nachfühlst, wie es dir so geht. Und Skorpion, also wirklich hier auch eine Tiefe, vielleicht eine tiefe Bindung zu jemandem oder etwas in die Tiefe erfassen zu können, in der Tiefe. Ja, der Skorpion, der taucht immer ganz gerne tief ab und schaut sich die Dinge bis ins Detail an, bis zum tiefsten Kern möchte man hier vorstoßen, ja, und das ist etwas, worum es hier gehen wird mit dem Skorpion. Also Dinge vielleicht auch zu analysieren, zu hinterfragen, aufzudecken, ja, Geheimnisse aufdecken, solche Geschichten könnten hier eine Rolle spielen, ja. Okay, meine lieben Jungfrauen, das war es auch schon, das war eure Legung für den Monat Mai. Falls ihr persönliche Hilfe braucht, könnt ihr mich sehr gerne kontaktieren. Ich biete astrologische Beratungen an und Kartenlegungen. Schaut dazu mal auf meiner Homepage vorbei, sie ist unter diesem Video verlinkt. Schaut da mal, was die passende Beratung für euch ist. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr diesen Kanal unterstützt, indem ihr ein Abo dalässt, einen Daumen hoch, einen lieben Kommentar. Und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen auf diesem Kanal bei den Videos. Und ich wünsche euch allen ganz viel Licht und ganz viel Liebe. Macht es gut, bis zum nächsten Mal.